Hallo und herzlich willkommen, Moinsen, zu einer neuen Folge hier. Und ja, diesmal geht's aus dem Güllewagen weiter hier nach dem Stoppelsturz, dass wir hier die Flächen vorbereiten. Doppelsturz. So, jetzt muss ich aber die Geschwindigkeit ein bisschen anpassen hier. Nachdem der Chat mir auch letztes Mal gesagt hatte, ein bisschen wüst mit der Geschwindigkeit. Zwischen 7 und 8 könnte ich mich einpendeln. Dann gehen wir mal hier auf 8 runter nochmal ein. Dann ist es natürlich so, Entschuldigung, dass ich euch direkt hier so abhole in diese Folge, aber ich hoffe, ihr könnt folgen. Genau, Stoppelsturz, das letzte Mal, hole ich gleich nochmal nach, was alles gelaufen ist. Jetzt ist es jedenfalls so, dass diese Fläche für Raps vorgesehen ist. Und dementsprechend haben wir die Obergrenze von 60 Kilo N, die wir hier ausbringen können. Und das ist jetzt dementsprechend eingestellt. Wir können da mal gerade ins Übersicht schauen. Das sind 15 Kubik, die wir auf den Hektar damit rausbringen. Wir haben hier überwiegend Lehmboden und gucken dann gleich nochmal in die Karte, wie viel wir da haben. Derzeit holen wir die Gülle noch bei uns zu Hause aus den Schweineställen. Also Schweinegülle geht hier auf dem Acker raus. Und wenn das nicht mal ausreichen sollte, dann müssen wir natürlich zukaufen. Und wie es jetzt aussieht, müssen wir zu Hof Bendlage bei der BGA uns Gärreste dazu kaufen. Da ist es allerdings von den Preisen noch ein bisschen, müssen wir noch mal schauen, ob das für uns passen kann. So. Jetzt fahren wir hier schön vorne ran. Das Schöne ist gerade, Tempomat raus, eben noch mal abtropfen lassen und zurück. Nach einer Bahn wollen wir dann uns auch mal wieder konzentriert bei der Arbeit zeigen und schauen uns mal das eben Arbeitsbild dadurch an. Baum. Kriegen wir den hier rum? Ich hätte den vielleicht noch ein Stück vor rücksetzen müssen. Dann fahren wir da nochmal eben ein Stück weiter gerade zurück, die Fahrgasse. Ehe wir hier im Vorgewende dann die Kurve drehen. So sollte es nun aber passen. Und genau, das Schöne ist, dass wir uns hier an den Fahrgassen auf 21 Meter ja orientieren können. Das heißt, hier können wir direkt in die nächste Bahn reinfahren. Ein Stück zurücksetzen, dass wir am Ende am Vorgewende auch maximal eine Überfahrt dann haben. Natürlich auch nicht zu weit sein, dass wir zu viel Überlappung haben, aber ich denke, so passt das ganz gut. Gleich dann die Pumpe einschalten und dann absenken. So, wir gucken uns das aber erstmal in der Karte an. Genau, das Gespann einmal ist der 716er von unserem Hof. Wir haben natürlich Gewicht drin vorne und das kottige Randfass von Hof Möllering, was wir uns jetzt ausgeliehen haben, müssen wir am Ende natürlich auch wieder die Rechnung stellen und abrechnen. Da sind wir jetzt hier auf der 141. Genau, die Stickstoffkarte übers Precision Farming Menü habe ich hier schon mal geöffnet. Genau, da waren wir jetzt hier mit dunkelroten Bereichen, wo nichts drauf ist. Ja, bis 20, bis teilweise, ja, 40 ist es gar nicht. Es sind eigentlich die 20, zwischen 20 und 0. Sind die Bereiche und jetzt eben auf 60 Kilo, das als Obergrenze, die wir jetzt oben links, seht ihr das im Precision Farming Menü, eingestellt haben, die wir maximal dann eben ausbringen können nach dem Getreide hier vor der Rapskultur. Das Ganze könnt ihr immer noch, kennt ihr ja auch, dem Düngeplan entnehmen, der bei uns auf dem Acker- und Wiesendiscord zur Verfügung gestellt wurde von Prezi. Ja, vielen Dank. Und da kann man dann eben nach der Kultur gehen und dann eben entsprechende Ertragspotenziale von den verschiedenen Bodenarten. Bei Lehm wollen wir natürlich, das ist jetzt noch nicht wichtig, weil wir die Obergrenze haben, aber bei Lehm
wollen wir natürlich an die Obergrenze kommen vom Stickstoff und der Versorgung. Und das wäre dann in dem Fall bis zu 200. Ja, ich würde jetzt erstmal weiterfahren und würde euch dann einfach in der Timelapse oder mit der Drohne mitnehmen, wie auch immer man das nennen will. Ich wünsche euch ein bisschen Spaß bei der Aufnahme und genau, wir haben heute den 23.07., das heißt, wir haben heute die FarmCon hinter uns. Wir haben die zusammen auf dem Acker- und Wiesen-Discord mit ein paar Leuten geguckt. Ich bin leider erst später dazugekommen, aber mir ganz wichtig war zu sehen, war das neue DLC, was von Creative Mesh so, vorgestellt wurde, das Pumps and Hoses. So geil. Und wo wir gerade beim Thema Gülle fahren sind, wird das auf jeden Fall ein Thema spätestens auf der Hofwiesengrund, wo man viel im Grünland unterwegs ist und da auf jeden Fall auch auf Bodendruck achten kann oder sollte, wenn es an moorigere oder ja eben feuchtere Standorte geht. Ich glaube, im friesischen Bereich ist das auch ein großes Thema. Und von daher freue ich mich richtig, richtig darauf, diese verschiedenen Techniken, die da vorgestellt wurden, auszuprobieren und das halt zusammen als Multiplayer dann zu spielen. Und wir sind, glaube ich, alle gespannt, wie das mit dem Menü-System eventuell vorher oder danach dann gelöst werden kann. Genau, jetzt erstmal viel Spaß mit den Drohnenaufnahmen und vielen Dank bis hierher für eure, ja, für das schöne Feedback. Und natürlich eine Frage, die leider öfter, oder was heißt leider, aber die natürlich öfter gekommen ist, war, ob der Fan privat ist oder dieses oder jenes privat ist. Wir haben eine Modliste, wir haben da natürlich nur die Original-Mods verlinkt und ja, wir haben an vielen Stellen Mods angepasst, eingestellt, Werte angepasst, andere Reifen draufgezogen, sowas. Von daher muss ich leider sagen, sind viele Mods so gesehen privat, aber eigentlich nichts, was es nicht gibt im Download. Also entweder ModHub oder auf den diversen Discords, die es mittlerweile gibt und das anbieten und ja, ab und zu verändert sich da eben nochmal das ein oder andere. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen und Abfahrt.
So, damit jetzt der dritte Wagen, den wir holen. Und ja, wie es aussieht, haben wir auf jeden Fall, müssen wir ausreichend am Schweinestall haben. Wir gucken da gleich nochmal eben ins Lager rein, wenn wir da sind. Ja, jetzt habt ihr gerade mal so einen Schnelldurchlauf gesehen. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, der ein oder andere Mikro ist leider dabei. Es ist halt auf dem Server immer so, ja, dass das nicht ganz so einfach ist. Hin und wieder ruckelt es mal und bleibt das Fahrzeug mal kurz stehen, wenn es synchronisiert, wenn irgendwo an anderer Stelle vielleicht was gekauft wird oder abgeladen wird oder, ne? Da muss das Spiel halt einfach unglaublich viel zeitgleich laden, sodass es da dann eben zu solchen Synchronisationsproblemen kommen kann. Aber zurück zur Arbeit. Gülle wird ausgebracht. Das wäre die 141. Wie gesagt, soll da Raps drauf folgen. Und Gülle Ausbringung und Einarbeitung folgt dann eine Stunde spätestens oder innerhalb einer Stunde dann. Das heißt, wir haben es hier jetzt gleich 17 Uhr. Ne? Das sieht man hier am Schlepper. 17 Uhr ist es gleich. Ja, ich denke, ein, zwei Wägen werden wir auf jeden Fall da noch hinfahren müssen. Beziehungsweise R3 dann mit dem Vorgewende, denke ich. Jetzt waren es immer eineinhalb Bahnen, die wir damit fahren konnten. Will ich möglichst da jetzt noch fertig bekommen. Und dann ist es allerdings so, dass zum Abend hin, beziehungsweise zur Einarbeitung, dann eben ja ein Lohnauftrag geschrieben werden muss. Da ich das dann eben nicht ableisten kann und es ja bei uns natürlich auch so ist, auch wenn der Server weiterläuft, dass natürlich nicht immer volle Besetzung da ist und wenn einer von uns nicht da ist oder nur einer, so wie ich jetzt, da ist, dann muss die Arbeit eben dementsprechend abgegeben werden und dafür haben wir den Rechnungsmod, den ich an einigen Stellen schon mal gezeigt habe oder vorgestellt habe, der dann eben genau für solche Sachen genutzt werden muss. Um eben zu sagen, Ruf Möllering, wenn ihr da Kapazität habt, dann könntet ihr bitte Feld 141 einmal in der tiefen Bodenbearbeitung umsetzen. Genau. So, wir pumpen jetzt schon mal. Hört man schon mal im Geräusch? Ich denke, ihr hört das, ja. Wir gucken einmal im Menü. Hier Menü. Hier haben wir 50.000 im Stall 1, Stall 2 sind es 59, Stall 3 52 und Stall 4, wo wir jetzt gerade raussaugen, hat es noch gereicht für einen vollen Wagen. Das hat einblenden. Hat noch gereicht, haben wir jetzt eben nur noch 3248 Liter. Genau, das heißt, wir haben noch 4 Ställe. Vorne im Lager haben wir nichts mehr. Nee, haben wir nicht. So Rest halt, aber das kriegen wir dann nicht rausgesaugt. Dementsprechend müssten wir das mal auf die Hektar hochrechnen, die wir alle noch zu fahren haben. Könnte es doch durchaus sein, dass wir dann auf das Angebot von Hof Bendlage zurückgreifen müssen. Wir haben uns leider nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben mit 2 Euro 1000 Liter gerechnet bei den Gärresten. Jetzt soll der Preis bei 10 Euro pro Tausender liegen. Und das ist natürlich was wir so nicht eingeplant hatten. Aber wir müssen dann auch sagen, das ist der Weg, den wir fahren wollen. Und dann leider so akzeptieren müssen. Bis unsere Tiere uns dann auch auf gewisse Art und Weise auch unabhängig machen, weil wir dann einfach genügend eigene Gülle, organischen Dünger produzieren und autonom werden. Ne? Warum die Leute hier übrigens stehen, auch wohin schon, kann ich euch nicht sagen. Bin ich da zu blöd gefahren? Ist das eine Anzeigefehler? Weiß ich nicht. Man weiß es nicht.
Ja, man merkt es jetzt, dämmert es auch hier schon langsam. 17 Uhr, wir haben es Ende August. Der letzte Augusttag ist tatsächlich angebrochen. August, der 4. Genau, und womit wir mit der Ernte noch nicht durch sind, ist der Mais, beziehungsweise bei uns im Fall Körnermais, den müssen wir auch noch runterholen. Auch das steht nochmal an. Nur da müsste ich euch jetzt schon mal leider enttäuschen, dass ich euch da wohl nicht, oder dass ich davon wohl keine Bilder zeigen kann. Ich hoffe, oder wer Interesse hat, kann auf jeden Fall unseren Discord-Server beitreten und eventuell da die ein oder anderen Screenshots oder vielleicht auch mal einen Livestream im Discord verfolgen können oder auch Fragen stellen können. Weiß ich nicht, ob Prezi und Rickard oder auch Alex da mal einen Stream machen, ansonsten auch bei Twitch Alex zu sehen. Auch Rickard ab und zu. Ich werde leider nicht da sein zur Ernte, wenn es dem Körnermais an den Kragen geht. Muss da gerade noch mal kurz nachzählen. Das ist der 4. August. Dann haben wir September. 4 Tage September. Da werden wir wohl Mais-Silage fahren. Für die BGA. Also werden wir mitfahren. Als Abfahrer. Und unser Körnermais wird dann ja danach kommen. Da, na gut, es könnte sein. Ich denke, eine Restchance besteht. Dass ich tatsächlich dann pünktlich vielleicht zur Ernte für den Körnermais wieder da bin. Ja, das sehen wir denn dann. Leider ohne Möglichkeit bisher für das CCM, aber da hoffen wir auch alle mal drauf, dass das irgendwann noch kommt und wir darauf zugreifen können. Das wäre schon cool, so eine schöne Mühle. Unser Schweinefutter dann. So, dann fahre ich diesmal hier vorne rein. Und fahre jetzt hier die Bahn runter. Erstmal. Ja. Eben mal ausfahren lassen. Da klappt der nochmal eben die letzten Gelenke aus. Und jetzt geht's einmal runter. So, dann müsste das hier sein. Übrigens, was der ein oder andere vielleicht schon mal mitbekommen hat, ist, dass mein Lenkrad öfter mal quietscht. Es ist nicht mein Lenkrad, das ist der Lenkknauf. Und ja, da habe ich mich jetzt tatsächlich mal breitschlagen lassen. Ich habe WD-40 benutzt. Das heißt, eigentlich sollte es nicht mehr auftauchen, erstmal zumindest. Solltet ihr es hören, gerne mal in die Kommentare rein. Ich glaube aber auch, das Mikrofon ist nicht mehr ganz so empfindlich. Wir schalten die Pumpe an. Nochmal hart einblenden, dass wir auch korrekt auf 60 Obergrenze ausbringen, konstante Ausbringung. Wir schalten den Tempomaten ein. Und wir nehmen uns jetzt eben nochmal die Precision Farming Übersichtskarte, die Live-Applikation hier rein. Da können wir es sehen. Genau, jetzt müsste ich da tatsächlich, ob der Nier-Sensor jetzt dabei funktioniert. Ihr seht auf jeden Fall, dass hier Unterschiede zu sehen sind. Ja, wir haben hier nichts Regelmäßiges in der Ausbringmenge. Da reagiert auf jeden Fall was. Das ist dann, was wir in der letzten Gabe dann ja mit der automatischen Ausbringmenge dann nochmal anpassen, sodass wir da dann eben auf den Optimal- oder Zielwert kommen wollen, den wir anstreben über die Düngeplanung. Sodass wir dann beim Raps da eben möglichst hohe Erträge erzielen und auch vor allem bessere als im letzten Jahr. Ja, hattet ihr ja mitbekommen,
den sandigen Standorten haben wir da jetzt die Konsequenzen oder wollen wir die Konsequenz ziehen, da den Raps nicht mehr anbauen zu müssen, sondern eben da auf die Standorte auszuweichen, die besseren Boden versprechen oder etwas besseres Potenzial haben. So, jetzt habe ich eine Bahn hier, fast 50% Ausbringmenge, also das vom Fass. Fass hat 16 Kubik. Hier kann ich schon ausheben, weil ich ja dran denken muss, dass ich im Vorgewinn auf jeden Fall auch nochmal mit 21 Metern entlang fahre. So, dann würde ich tatsächlich. Oh. Zum Glück war es nicht der Tank. Ja, einfach nur auf die falsche Schlüssel rangekommen. Würde ich jetzt einmal hier die Kontur runterfahren. Dass ich, wenn ich auf und ab vom Feld fahre, dass ich da jetzt nicht jedes Mal durch die Gülle peitschen muss. Setze ich dann natürlich danach an. Wir haben Vorgewände eben noch fahren kann, ohne viel Schmiere zu haben. Pumpe wieder einschalten. Tempomat laufen lassen. Und solche absenken. Nochmal spannend hier. Komme ich da am Baum vorbei. Ejo. Das heißt, die 21 Meter sind hier sehr exakt und gut eingefahren. In der Kontur. Bei den Fahrgassen ist es so, dass wir uns versuchen oder ja, uns an die 21 Meter auch in diesem Jahr halten werden und unsere eingefahrenen Spuren auch wiederholen versuchen. So. Das heißt im Prinzip ein Controlled Traffic Farming, also die Fahrspuren, die Fahrgassen wiederholt zu nutzen, um dann eben möglichst nur darauf den Bodendruck über das Jahr verteilt zu haben. Und da dann eben auch so gesehen mit ja, den Ernteverlust, den man dadurch dann hat, eben in den Fahrgassen, mit dem man auch planen kann. So, was haben wir denn jetzt noch? Ja, hier an dem Behälter sieht es jetzt aus wie nur noch eine kleine Pfütze, die wir da drin haben. Wollen wir mal schauen, ob wir hier bis zum Ende kommen. Aber ebenfalls auch da lassen wir das Vorgewende natürlich noch frei, um das da eben auch nicht unnötig schmierig zu machen. Aber ich versuche natürlich nah dran zu fahren. Ja, okay, damit ist es leer. Ich befürchte, auf 21 Meter bin ich nicht rangekommen, aber ich denke, das passt sonst. So, beim Zusammenklappen schon mal rückwärts fahren. Und dann gucken wir uns nochmal eben die Karte an im Menü. Jo, und damit sieht es schon mal gar nicht schlecht aus. Genau, dann werden wir jetzt noch ein Fass holen, das Vorgewände, einmal hier die Bahn runterfahren. Dann werden wir hier das Vorgewände tatsächlich, guck mal, da hat sogar hier die Überlappung so weit geklappt, dass eigentlich nur hier dieser Streifen frei geblieben ist. Ich denke, dass würde sich dann im Laufe von der Bodenbearbeitung gut vermischen, sodass das eigentlich passt. Nur die Frage, ich glaube, mit dem nächsten Wagen würde ich im Vorgewende hier anfangen, das heißt hier auf dem Acker fahren, hier die Schlaufe drehen, aus dieser Bahn dann heraus ins Vorgewende hochfahren und dann würde ich eben hier die Fahrgasse hochfahren, rückwärts reinsetzen und hier die Fahrgasse runterziehen.
und dann wieder den Acker verlassen. Genau. Dann würden die nächsten Flächen kommen. Da können wir gerne nochmal zusammen in den Meistertask gucken. Das ist hier der Fall. Boden haben wir, hier haben wir Gülle. Dann wäre die 141 fertig. Priorität habe ich nach oben gesetzt. Hattet ihr mitbekommen, Raps. Hier die 61 wäre dann als nächstes dran. Und dann eben die Flächen, wo der Grünroggen geplant ist. Genau. 61 haben wir hier auf der... Genau, da war ich ja mit dem Stoppelsturz schon durch. Da wart ihr ja sogar dabei. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir den letzten Wagen nach Hause und ich verabschiede mich mal schon mal von euch. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht weiterhin Spaß. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder bei Hof Bertels oder vielleicht dann auch bei dem Hof der Strohmafia. Hab jetzt hoffentlich nicht zu viel verraten. So ein bisschen hatte ich das schon angeteasert, aber Hof Brinker spezialisiert sich ein bisschen auf Stroh. Oder vielleicht auch von Hof Bentlage, von der BGA, vom Silofahren, vom Körnermais bei uns oder von Hof Möllering, die in einem Sojadrusch sind. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dahin gerne den Daumen, gerne ein Abo dalassen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.